Und beim Ausländer- und Asylrecht ist es im Prinzip so ähnlich. Im Ausländerrecht, da gibt es Spezialfragen, aber der Kern, das ist ja, was machen wir mit Menschen, die aus Not bei uns Aufnahme suchen. Es können nicht alle Menschen auf dieser Welt, die in Not und Elend leben, Aufnahme bei uns finden, weil dann können wir denen auch nicht mehr helfen, sondern dann zerstört sie bei uns jede innere Stabilität. Aber es sind alles Menschen. Und nach unserem Grundgesetz ist nun mal die Würde jedes Menschen unantastbar. Das ist der allerwichtigste Satz im Grundgesetz. Der steht ganz am Anfang, Artikel 1, Satz 1, Absatz 1, Satz 1 des Grundgesetzes. Und deswegen müssen Menschen, egal ob sie was für Missbrauch oder was sonst ist, sie müssen auch in Europa menschenwürdig behandelt werden. So, nun haben wir in Europa offene Grenzen, Gott sei Dank. Früher hatten wir mal eine Mauer, das war auch nichts. Da haben irgendwelche Leute auch nicht mehr sich damit abfinden wollen. Also wollen wir offene Grenzen haben. Wenn wir in Europa offene Grenzen haben, müssen wir uns darüber verständigen in Europa, was machen wir an den Außengrenzen. Und wir können auch nicht die Außengrenzen haben, wir haben keine außer Flughäfen, jetzt sagen, habt da halt Pech, ist ein bisschen blöd. Also müssen wir denen helfen. Aber das Problem kann nicht sein, dass wir den Schlepperbanden erlauben, wie geht es. Also müssen wir Regelungen finden, wie Menschen am Rande der EU oder außerhalb aufgenommen werden, menschenwürdig behandelt werden, mit der Chance, sobald es geht, entweder in der Nähe ihrer Heimat oder in ihrer Heimat wieder menschenwürdig leben zu können. Das kann die EU machen. Das hat schon Otto Schily mal vorgeschlagen, als er Innenminister war. Haben wir damals auch natürlich, wie es die Opposition macht, kritisiert, aber war falsch, er hatte recht. Wenn wir können überall in Nordafrika für viel Geld und wenn wir dafür auch die notwendigen Sicherungsmaßnahmen übernehmen, als Europa dafür sorgen, dass die Menschen da leben können. Übrigens, die Türkei macht es mit vielen Flüchtlingen aus Syrien besser als viele europäische Länder. Das muss man auch mal zu manchem sagen, was an der Türkei überhaupt nicht gefällt. Das aber muss Europa machen, das sage ich immer wieder, habe ich damals schon gesagt, habe ich schon in der Asyldebatte gesagt, wir müssen die beiden Dinge miteinander vereinbaren, ohne dass wir es in die eine oder andere Richtung übertreiben. So wie wir heute Flüchtlinge behandeln, können wir nicht von europäischen Werten reden. Nein. Nein, da verstoßen wir dagegen. Wir dürfen nicht... Ja, wir haben Flüchtlinge erster, zweiter und dritter Klasse. Wir dürfen nicht genau Flüchtlinge ertrinken. Nein. Genau, also müssen wir die beiden Dinge mit. Wir können aber auch nicht sagen, jeder kommt und die Schlepperbanden, das sind auch schlimme Verbrecher. Ja. Das ist der organisierte Menschenhandel. Ist auch denen geht es ja nicht um die Menschen, denen geht es ums Geld. Nein, um nichts anderes. Es geht immer ums Geld. Ich wollte nur eins sagen, ich glaube, dass manche Regierung nicht begriffen hat, was die Erfindung des Internets und auch des Handys für Folgen hat. Denn viele Menschen in Afrika wussten doch gar nicht, wie wir in Europa leben. Aber jetzt gibt es den weltweiten Lebensstandardvergleich über Internet und Handy. Und dafür muss man sich ja was einfallen lassen, wie Sie sagten, zur Entwicklung in diesen Ländern. Das ist die entscheidende Aufgabe der Zukunft, glaube ich.